Hallo, grüßt euch. Ja, Donnerstag ist heute der 22.09. Und da ist ein ganz schöner Run hier aufs Rudizianum, Dokumentahalle. Viele, viele Besucher. Jetzt kann man nochmal die Gelegenheit nutzen. Und ich hoffe natürlich sehr, dass die Documenta einen positiven Abschluss findet, weil diese ganzen kritischen Stimmen, das hat mich schon sehr betroffen gemacht. Weil Kassel gehört zur Documenta, ist eine Weltkunstausstellung und so soll es auch bleiben. Dann bin ich ja mal am Sonntag gespannt, wie es weitergeht am 25.09. Liebe Grüße, die Doris. Und ich kann mir vorstellen, die ganzen Kritiker, die gegen die Documenta waren und was nicht alles. Und Juan Krupa, die Leitung und so weiter und so fort. Die Documenta wird uns fehlen, weil die Kuratoren waren sehr, sehr offen und nahbar. Das gab es vorher auch noch nicht. Gut, das war eine andere Documenta, die war auch politisch und jeder hatte auf sein Land hingewiesen. Das stimmt schon alles. Aber schaut doch mal hier vom Provinzial. Es ist jetzt ganz schön was los, gut, dass ich das alles schon gesehen habe. Ja, nur mal so ein kurzes Statement von mir. Lasst euch gut gehen. Schöne Temperaturen, hab gerade Arbeitsschluss. Liebe Grüße, die Doris. Ja, hallo. Jetzt bin ich auch hier schon am Ende. Ich bin gerade hier am Staatstheater Kassel und war nochmal an dem Platz, wo dieses People's Justiz hing, was ja dann entfernt wurde wegen Antisemitismus. Ja, mache erstmal heute einen Stopp und dann bin ich gespannt am Sonntag auf die Party. Liebe Grüße, die Doris. Ach, ist ein traumhaftes Wetter. Hab aber jetzt noch einen Termin. Ciao, ciao.